Was blockiert meine Manifestationen? Und ich sage dir, es ist dein Mutterthema, von dem du eigentlich gar nicht weißt, dass es existiert, blockiert und verhindert deine Manifestationen. Wenn du eine tolle, tolle, vertrauensvolle, liebevolle Beziehung zu deiner Mutter hattest, wo du dich immer unterstützt, geliebt, richtig gefühlt hast, dann ist es vielleicht für dich nicht hundertprozentig aktuell. Aber wenn du dich an Sachen erinnerst, wo du mit deiner Mutter eben keine Harmonie gefühlt hast, keine Unterstützung gefühlt hast, wo du die Annahme hattest oder die Überzeugung sogar, dass deine Mutter nicht auf deiner Seite ist, dass deine Mutter nicht hinter dir steht, dass deine Mutter dich nicht befürwortet, dass deine Mutter dich nicht unterstützt, dass deine Mutter dich nicht versteht, dann solltest du jetzt hier dranbleiben bei diesem Video. Ich habe schon ein anderes Video gemacht, wo ich erklärt habe, wie das Gesetz der Reflexion, respektive das Gesetz der Annahme, respektive alle universellen Gesetze zusammen so funktionieren, dass wir hier unsere Mutter reflektieren. Und es ist so, so wichtig, dass wir das verstehen können. Und dazu brauchst du dieses klare Verständnis, dass du weißt, nichts existiert außerhalb von dir, auch nicht deine Mutter, nicht dein Partner, kein Mensch existiert außerhalb von dir. Jeder ist das, was du glaubst. Und wir haben per se unsere Mutter in uns, weil wir waren ja in unserer Mutter. Wir sind eins mit unserer Mutter. Das ist die Einheit, die erste Einheit, die wir verspüren. Und so ist das Leben hier gemacht. So sind wir gemacht als schöpferische Wesen, dass wir eine Persona annehmen, die uns von unserem göttlichen Design trennt, von unserer Seele quasi trennt und uns weiß macht. Wir sind der Körper. Wir sind diese fleischgewordene Person, als die wir aufwachsen. Und so können wir nichts anderes tun, weil es Gesetz ist, als uns mit unserer Mutter zu identifizieren. Und insbesondere, wenn wir Mütter hatten, wo wir gesagt haben, nee, damit will ich mich nicht identifizieren. Ich will alles ganz, ganz anders machen. Oder ich mag Sachen nicht, die sie macht oder wie sie ist oder die Beziehung zwischen meinen Eltern, das entspricht mir nicht. Das sind alles Rückschlüsse, die wir dann gezogen haben und meinen, durch diese Rückschlüsse, durch diese Abtrennung, durch diese Ablehnung sogar, könnten wir uns von unserer Mutter entfernen. Aber das geht nicht. Wir können uns nicht von unserer Mutter entfernen, weil unsere Mutter ist in uns. Kompletter energetischer Fußabdruck, der von uns absorbiert worden ist und wieder ausgepusht. Und im Laufe unseres Lebens, in unserer Entwicklung, verändern wir uns. Aber wenn das da drin bleibt, dass wir Dinge ablehnen an unserer Mutter, weil es uns verletzt hat, tragen wir diese Überzeugungen und Annahmen und Verletzungen noch in uns und manifestieren sie ins Außen. Immer wieder passieren die gleichen Sachen. Und da geht es nicht darum, was passiert ist, sondern es geht darum, wie es uns fühlen lässt. Und es lässt uns immer wieder fühlen, wie wir uns von unserer Mutter gesehen oder behandelt gefühlt haben.
Und das ist diese Krux an everyone is you pushed out, everything is you pushed out. Es geht nicht um die Dinge und um die Personen im Einzelnen, sondern es geht jeweils um den Gefühlszustand, den ich immer wieder bekomme. Äußere Umstände sind nur dazu da, um zu sehen, wie ich reagiere. In was für einen Zustand mich äußere Umstände wieder bringen. Und dann erkenne ich, all diese äußeren Umstände, die ich eigentlich nicht möchte, die aber immer wieder kommen, bringen mich in diesen Zustand zurück, in den ich mich, wie ich mich gefühlt habe, als Kind, aber es bringt mich nicht in mein inneres Kind zurück, sondern es bringt mich in einen Zustand zurück, den ich angenommen habe. Und den habe ich angenommen als mein Seinszustand, den habe ich angenommen als meine Identität. Aber das ist mir nicht bewusst. Es ist mir nicht bewusst. Deswegen kann man sagen, es ist im Unterbewusstsein gespeichert. Aber es läuft trotzdem über unseren Verstand, unser Denken. Alles, was in unserem Unterbewusstsein gespeichert ist, zeigt sich in unseren Gedanken, in unseren Ansichten, in unseren Rückschlüssen und in unseren Überzeugungen. Und es kommt von der Mutter. Das ist dieser Mutterabdruck. Und es ist nicht das innere Kind. Das innere Kind ist dieser Gefühlszustand, den ich kriege immer wieder, wenn ich meine Mutter reflektiert sehe in anderen Menschen. Aber ich reflektiere meine Mutter in andere Menschen. Und dann komme ich immer wieder in diesen inneren Kindzustand, wo ich mich so ausgeliefert fühle, wo ich mich nicht geliebt fühle, wo ich mich nicht verstanden fühle, wo ich mich nicht unterstützt fühle, etc., etc. Und aus diesem Zustand fange ich an zu kämpfen. Dann kämpfe ich gegen diese Situationen, dann kämpfe ich gegen diese Personen, die mir als Reflexion dienen. Und habe eigentlich einen Kampf gegen mich selber, gegen eine Identität und eine Persönlichkeit, die ich nicht haben will. Aber ich habe sie. Aber ich habe sie. Und solange ich diesen Kreislauf nicht verstehe, kann ich ihn nicht durchbrechen. Aber wenn ich ihn verstanden habe, diese ganzen Teachings von Neville Goddard, alles, everyone is you pushed out. Niemand hat freien Willen. Niemand hat freien Willen in meiner Realität. Aber ich wähle doch nicht all diese Umstände, all diese Tatsachen, die mich immer wieder nicht gut genug abgelehnt, versagen fast schon gar, nicht geliebt, nicht anerkannt, nicht unterstützt fühlen. Das wähle ich doch nicht. Nein. Aber du fühlst es, du fühlst dich so, solange du in diesem immer wiederkehrenden, ich reflektiere mich, ich mag's nicht, ich lehne es ab, Kreislauf gefangen bist, kommst du da nicht raus. Und es wird immer wieder sich zeigen, im Business, in den Beziehungen, immer wieder wirst du genau an diesem gleichen Punkt, in diesem gleichen Seinszustand landen, weil du wirst dich immer wieder selbst reflektieren und dastehen, denken, Scheiße, was soll das? Und das zu erkennen, ist der erste, allererste Schlüssel. Und jetzt komme ich auch zur Lösung. Was ist die Lösung nach der Erkenntnis? Wie kriege ich das aus mir raus? Du kriegst es nicht aus dir raus. Denn du bist alles, das heißt, alles ist in dir. Alle parallelen Realitäten existieren gleichzeitig. Alles ist da, alles ist in dir, alles steht dir zur Verfügung. Aber durch diesen Imprint, den du noch nicht durchschaut hast, kommst du immer wieder in die gleiche Realität zurück, weil dein Seinszustand ist nun mal das, was manifestiert und kreiert. Und jetzt geht es darum, dass du erkennst, dass dein wahrer Seinszustand, dein wahres Licht, deine wahre Realität, dein wahres Wesen aus einem
anderen Stoff besteht, nämlich aus reinster, purester, unendlichster, erfülltester Energie. Dass du anerkennst, dass die einzige limitierende Kraft in deinem Universum, dass nur du das bist, dass du anerkennst, dass wenn du dich quasi wieder als Mensch runterlimitierst in deine menschliche Identität, dass du dann immer wieder an diese gleichen Grenzen stoßen wirst. Und da auszusteigen und zu sagen, so, jetzt begreife ich mich in meinem göttlichen Zustand, God's State. Ich begreife mich als die Wahrhaftigkeit meiner göttlichen Seele, meines Samens, meiner Wahrheit, meiner Energie. Ich werde quasi spirituell. Ich gehe in den Spirit, ich gehe in den Geist, ich gehe raus aus der Materie. Und zwar konsequent. Und wie mache ich das konsequent? Indem ich meinen Verstand, mein Denken so programmiere und konditioniere, dass es nur noch aus diesem göttlichen Zustand herausdenkt. Und dann denke ich zum Beispiel auch nicht, dass Umstände Beschränkungen sind, dass ich irgendwelche Bedingungen habe, die ich erfüllen muss, dass ich irgendetwas Schritt für Schritt abarbeiten muss, sondern dann kann ich mir erlauben, aus diesem menschlichen Zustand, den ich bekämpfe, in einen göttlichen Zustand zu kommen. Und wenn ich dann in diesen göttlichen Zustand das göttliche Licht, die göttliche Perspektive auf meine Mutter in mir, auf meine Reflexion meiner Mutter anlege, kann ich meine Mutter, mein Mutterbild, meine Muttervorstellung, die ich überall wieder gesehen habe im Außen, beleuchten aus göttlicher Sicht und komm drauf, scheiße. Hier bin ich auf so eine riesengroße Lügengeschichte eingestiegen. Number one, dass meine Mutter das ist, was sie mir gezeigt hat. Und wenn ich das verstehe, number two, kann ich sehen, dass meine Mutter ihren eigenen God-State, ihr eigenes göttliches Inneres nicht erkennen konnte, nicht erkannt hat, nicht leben konnte. Und dass ich hier bin, um das zu erkennen und es zu leben, ohne irgendwelche vergangenen Imprints, Abdrücke, Überzeugungen. Da kann ich plötzlich durch all diesen Vorhang, durch diese ganzen Illusionen durchsehen und kann sagen, scheiße. In Wahrheit ist meine Mutter und alle outpusht, göttliche Essenz, reine, pure Seele, immer schon gewesen. Nur ich konnte es nicht sehen, weil ich das Spiel des Lebens nicht verstanden habe, weil ich die Gesetze des Lebens nicht verstanden habe, weil ich das Prinzip des Lebens nicht verstanden habe. Und damit kann ich reingehen und diesen ganzen Schmerz, der mit diesen ganzen Verletzungen, immer wiederkehrenden Verletzungen von der Mutter, die ich in anderen Menschen reflektiert habe, sich immer wieder gekommen sind. Und dann muss ich nicht mehr festhalten. Dann muss ich mich nicht mehr verletzt fühlen, weil ich weiß, dass ja nur mein menschliches Wesen, meine falschen Annahmen, meine falschen Rückschlüsse mich verletzt haben. Und je mehr und je mehr und je tiefer ich das weiß, und je mehr und je mehr und je tiefer ich in diesen göttlichen Zustand reinkomme, desto mehr bröckelt alles an mir ab. Und je mehr das abgebröckelt ist, desto eher zeigt sich im Außen all meine Erfülltheit. Sehe ich meine erfüllten Wünsche? Kann ich in diesen Zustand des erfüllten Wunsches meine Erfüllung einsteigen? Weil ich weiß, das ist das, was mir wirklich entspricht, was zu mir gehört. Und dass ich nicht mehr heilen muss unterwegs, weil ich ja schon immer heil war. Ich habe mir nur
unheile Geschichten erzählt. Aber all das hast du vielleicht schon gehört. Nur wenn dein Verstand nicht verstehen kann, warum du da reingeraten bist, sozusagen, sondern dass du da nicht reingeraten bist, sondern dass das der normalste Prozess des menschlichen Daseins ist, dass es sich wieder auf diese Reise begibt, in das Divine Design, in die wahrhaftige Seelenverkörperung. Und diese Verkörperung bedeutet eben auch ein klares Denken aus diesem Zustand, klare Annahmen, klare Sichtweisen aus diesem Zustand. Das verlangt von mir, dass ich in diesem Zustand so fest verankert bin, dass wenn ich im Außen wieder irgendwo diese Dinge sehe, die mich verletzen, die mich ablehnen, die mir sagen, ich bin nicht gut genug, die mir sagen, ich bin nicht geliebt, ich kann was nicht, ich kann nicht stolz auf mich sein, all diese Sachen, dass ich dann sofort wieder meinen God-State einnehme. Und das ist der Prozess, das ist das, was eigentlich nicht lange dauert. Und das ist das, was die Leute auch spüren, wenn sie in Session mit mir sind oder auch mit anderen, die diesen God-State verkörpern können. Aber das reicht uns doch nicht aus. Wir wollen in diesem God-State durchs Leben gehen. Wir wollen nicht nur in Meditationen oder in Sessions oder wenn andere uns die Erlaubnis geben, diesen God-State einzunehmen, da reinkommen und uns wahnsinnig gut fühlen, um dann aus irgendeiner Situation, aus irgendeinem Moment heraus wieder in diesen alten Zustand zurückzugehen. Und das ist der Grund, warum ich dich einladen möchte, wirklich das Portal zu buchen für dich. Bis am Sonntag noch 999 €, dann 1555, dann 2222, last minute. Weil wir da so tief reingehen, weil wir genau diese Illusionen, die du immer noch glaubst, deiner Beschränkungen, deiner Schmerzen, deiner Unterdrückungen, deines teuflischen, dämonischen Systems aufdecken. Und das ist der Weg zu allem, was du möchtest. Erfolg im Business, Erfolg in der Beziehung, eine Traumbeziehung, ein Traumbusiness, Erfüllung, der Zustand der Erfüllung. Du möchtest nicht glücklich sein, du möchtest erfüllt sein. Und darum geht's. Und das Portal eröffnet dir die Sichtweise, die Anerkennung, dass du tatsächlich das Portal, der Türöffner, der Master Key für die Realität bist, in der du Erfüllung erfährst. Ich hoffe, das hast du verstanden. Es ist so eine Riesenkrux, weil es sind so viele Teachings da draußen, die immer wieder irgendeine Mutter außerhalb oder ein Mutterthema oder eine Ahnenlinie verantwortlich machen. Hier geht es nicht um Verantwortung, sondern um ein energetisches Bewusstseinsspiel, für das wir angetreten sind. Wir sind dafür angetreten, um genau das zu durchschauen. Und wenn du das verstanden hast und immer noch denkst, Scheiße, irgendwie klappt es nicht oder klappt es nicht permanent oder da ist noch so viel mehr, ich weiß, es ist noch so viel möglich, dann ist das für dich das Portal. Aber du musst hundertprozentig bereit sein, dich als Quelle und Schöpfer, Ursache von allem zu sehen und zu sehen, dass nichts in dieser Welt außerhalb von dir existieren kann. Kein Mensch kann außerhalb von dir existieren. Das ist der Zauber unserer Kraft und unseres Seinszustands.